Wie sind Sie denn zu diesem Beruf gekommen? Ja, also das ist ja ein Familienbetrieb. Mein Vater war schon Holzbildhauer und mir wurde das quasi schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Also ich habe schon immer gern gezeichnet, gemalt, mich kreativ ausgetobt. Bin dann nach Österreich 4 Jahre, habe gelernt und habe dann noch 4 Jahre Kunst studiert in Freiburg und bin wieder zurück in den Heimatort und habe meine Frau kennengelernt und zusammen führen wir das hier jetzt. Die Masken bemalt. Genau, sie ist drüber und bemalt die Maske für mich. Und Sie haben sich spezialisiert auf was für Masken? Das sind die so typische Fasnachtsmaske, die man hier im süddeutschen Raum im Februar, also zum Fasching, zur Fasnacht trägt. Und da ist hinter jeder Maske ist eine spezielle Geschichte. Das ist also sehr interessant. Ja. Sagen Sie mir mal ein Beispiel, wenn wir Ein Beispiel. Ihn hier. Das ist ein sogenannter Schnarchzapfe. Also ich weiß jetzt, wissen Sie, die genaue Geschichte kenne ich natürlich nicht von jeder Einzelnen oder weiß ich nicht mehr von jeder Einzelnen. Aber das ist sehr wahrscheinlich, hängt es damit zusammen. Es gibt zum Beispiel Ortschaften, die anderen Ortschaften Übernamen geben, zum Beispiel, weil die Leute besonders langsam antworten oder sonstiges. Und dann bekommen die halt so einen Übernamen und der wird oftmals als Geschichte dann in die Maske hinein projiziert. Ja. Also das ist ein Schnarchzapfen. Ein Kennt man ja, Schnarch hat Schnarch, man ja, jeder genau. von seinen Eltern schon mal auch genannt Ja, worden. genau. Ja. So, jetzt sind wir hier im zweiten Teil der Werkstatt. Ihre Frau, die Genau. bemalt alles. Sie bemalt meine Maske oder meine Skulptur. Und das ist quasi ein eigener Beruf, ein spezieller. Und da braucht man wirklich sehr viel Ruhe und Geduld und Geschick. Und da bin ich sehr froh, dass meine Frau das macht, weil die Ja. macht das hervorragend. Wie wir jetzt hier sehen, ist das aber auch nicht alles, was Sie machen. Masken, Sie machen auch noch andere. Ja, genau. Also die Maske ist schon, würde ich mal sagen, so die Hälfte unserer Arbeit. Das ist so dieses Traditionelle, das auch hier im Ort oder in der Region sehr verbunden ist. Und dann mache ich noch meine eigene Gestaltungen. Das sind also Skulpturen, die sind bis zu 5 Meter hoch. Verschiedene habe ich auf internationale Ausstellungen und Symposien ausgestellt. Thema ist zum Beispiel, das sind Sternsucher, nenne ich die. Das sind Menschen, die ihre Gedanken ins Weite tragen. Oder Und ist das Flügelwesen. Holz, das ist, oder ist das Stein? Nee, das ist immer alles Holz. Also ich bearbeite überwiegend Holz und Darf ich mal bemale es dann. anfassen? Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr weiches, schönes Material zum Bearbeiten. Man muss halt einfach auch sagen, Holz lebt. Das ist halt schön, damit so arbeite. Ja. Hat eine Wärme, eine Ausstrahlung. Wo bekommen Sie Ihr Holz her? Ja, aus der heimischen Wälder. Also ich benutze ausschließlich regionale Hölzer, Sachen aus der Umgebung und also ich gehe dann, mir rufe die Leute an, sage, wir haben einen tollen Baumstamm, schauen wir an. Dann schaue ich, ob er unseren Qualitätsansprüchen Genüge tut und wenn ja, dann kaufen wir den und lagern den selber und nach Jahren wird er dann aus dem eine Skulptur oder eine Maske. Und welche Baumarten? Überwiegend ist es Lindenholz oder manchmal ist es eine Weimutkiefer, wenn ich eine bekomme, oder eine Zirbelkiefer. Das sind sehr, sehr gut zu bearbeitende Holzarten. Für den Außenbereich benutze ich Eiche oder Douglasie, weil es sehr wetterbeständig ist. Jetzt gehen wir mal in das Geschäft, was Sie auch haben, einen Laden. Genau, ja. Oder hier hinten sind sogenannte No-Clocks-Uhren ohne Zeit, nenne ich die. Ah, das ist Ja, und das ist für die heutige Welt natürlich ganz wichtig, dass sie auch mal entspannt auf eine Uhr schauen, wo nichts passiert. ja. Ja. Gut. Hier ist also ein stationärer Laden. Sie haben mir aber auch erzählt, Sie haben, oder ich habe es ja gesehen, Sie haben eine sehr schöne Webpräsenz. Welche Bedeutung hat Internet für Sie?
Internet hat für uns inzwischen eine sehr große Bedeutung gewonnen. Es ist halt, was wirklich toll ist, mit so einem speziellen Beruf, wie wir ihn haben, man macht so oft besondere Sachen und übers Internet kann man das halt auch jetzt publizieren. Die Leute können das ganz unverbindlich anschauen und wir haben gemerkt, dass speziell im Maskensektor die Kunden kommen auch aus Übersee oder was weiß ich woher und die können sich natürlich ganz leicht informieren. Also für uns ist das, das ist eine wahnsinnige Veränderung positiv gebracht. Ja. Weil Sie dann auch Ihren Beruf ausüben können, obwohl Sie jetzt nicht in irgendeinem Zentrum wohnen. Genau, das ist so immer, das war auch, eigentlich war immer so mein Traum, wie wenn du auf einer Insel wärst und dann hast du einmal im Jahr, gehst du in die weite Welt und verkaufst deine Sache. Und ein bisschen ist es tatsächlich so. Also wir sind hier jetzt nicht auf einer Hauptroute, wenn man das so, sondern sind Mitte im Schwarzwald. Man muss wie bei Ihnen jetzt per Zufall dazukommen oder uns irgendwie finden. Und übers Internet ist das natürlich toll. Jemand, der sagt, ich suche eine Maske, eine Holzmaske, eine spezielle, oder der findet uns, ja. Mhm. Das ist natürlich wunderbar. Ja.